Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Song, Nicole. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, ob wir einen Song im Programm haben, der Nicole heißt. Oh, wir haben keinen Song, der Nicole heißt. Nee. Wir machen Folgendes. Wir singen einen Song, der heißt fast Nicole. Er heißt The Ruby Baby. Ja? Du stellst dir einfach bloß vor, dass wir Nicole singen. Ja? Ich werde auch versuchen, immer wenn das Wort Ruby Baby kommt, die Lippen so zu bewegen, dass wenigstens optisch aussieht, als würde ich Nicole sagen. Verstehst du? Das Prinzip. Wir brauchen aber alle, nicht nur Nicole, wir brauchen alle unterstützend für den Rhythmus, wo man mit muss. Ein wunderbarer Song. Der wurde gespielt von D&M The Bermans, die ja nur ganz kurz zusammen waren, Ende der 50er Jahre. Sie sind noch einmal zusammengekommen in den 80er Jahren im Madison Square Garden in New York. Und wenn ihr euch jetzt mal umguckt, New York, Berlin, das ist alles eine Fatsche. Wir haben hier einen Park. Ihr guckt hier über die Bühne, die Skyline ist ein bisschen kleiner ausgefallen. Nur ein paar Reihenhäuser, das ist egal. Auf jeden Fall eine ähnliche Kulisse. Und wenn ihr jetzt alle mitzieht, dann haben wir die gleiche Atmosphäre wie in diesem legendären Konzert in den 80er Jahren. Dazu machen wir nochmal eure Hände für The Ruby Baby. Come on!